Frühlinghafte 20 Grad und das T-Shirt, das habe ich eigentlich auch nur an, damit ich das Mikrofon hier anstecken kann, sonst würde ich hier oberkörperfrei rumlaufen. Endlich normale Leute. Und bei dem schönen sonnigen Wetter zeige ich mir einfach mal, was sich im Garten so die letzten Wochen und den letzten Monat alles getan hat. Fangen wir den Gartenrundgang hier auf der Terrasse an. Hier stehen jetzt ein paar Pflanzen zur Abhärtung jetzt draußen in der Sonne. Die sind schon seit morgens um 11 hier draußen. Die vertragen jetzt die Sonne ziemlich gut, haben sich ziemlich gut dran gewöhnt. Die Tomate, die ist wild aufgegangen, die schon im Januar oder sowas. Dann ein paar Süßkartoffeln, die hier austreiben. Hier der Kurkuma, Ingwer, Basilikum, den ich gekauft habe. Bio, den habe ich jetzt ausgelichtet und in mehrere Töpfe gemacht, damit ich mir Basilikumpflanzen habe, so als Unterdeckerpflanzen für meine Tomaten dann später. Das ist jetzt eine gekaufte Süßkartoffel, die ich halt wie dort im Wasser versuche auszutreiben, zu brinnen. Ja, das funktioniert auch ziemlich gut. Also das sind jetzt Süßkartoffeln aus dem Supermarkt. Hier auch die sozusagen aus dem Supermarkt überall die Süßkartoffeln. Hier noch eine Goji-Beere und hier auch nochmal Kurkuma, Auberginen, die mein Vater überwintert hat, die richtig großen, die haben wir dann einfach vorm Frost ausgegraben und nochmal einen neuen Topf reingetan. Haben auch schon die ersten Blüten bekommen, ist ziemlich ja, gut, dass die jetzt überwintert haben, haben ein paar Spinnenmilben, aber da bin ich jetzt auch schon her drüber geworden. Ist jetzt eigentlich alles kein Problem mit den Pflanzen hier. Dann habe ich hier auch die letzten Tage Zwiebeln pikiert, sage ich mal, weil ich die in der Schale ausgesät habe. Das waren richtig viele und die möchte ich dann später, die ganzen Zwiebeln, also das sind jetzt hier alles überall Zwiebeln, zwei immer in einem Topf, um etwas Erde zu sparen. Die möchte ich dann als Unterbepflanzung zu meinen Tomaten reinsetzen. Im Tunnel dann so eine Art etwas gegen Braun- und Krautfäule, sondern ich weiß jetzt ehrlich gesagt auch nicht mal wohin mit den ganzen Zwiebeln, weil die habe ich jetzt aus dem Samen rausgezogen. Ich habe auch überall Steckzwiebeln mit reingesetzt und die kommen jetzt auch hier überall in den Beeten, auch im Erdbeerbeet kommen die Zwiebeln auch ziemlich gut raus. Bisschen Grünkohl, auch wo ich immer ein bisschen was abernte für meine Kunden. Hier, was ich jetzt entdeckt habe, das sind jetzt ein paar Zwiebeln, die ich versehentlich stecken gelassen habe. Und ich glaube, weil ich so viel Staudensellerie in Saft und diesen Strunk in meinem Bokashi mit reintue und hier reinwerfe, könnte das jetzt hier Staudensellerie sein oder Liebstöckel. Das weiß ich jetzt nicht genau, aber jedenfalls ist der hier wild aufgegangen. Die habe ich hier nicht reingesetzt. Das hier ist jetzt die Süßkartoffel Sakura, die ich ja seit 2 Jahren bei mir in der Permakultur anbaue. Das war ein Steckling. Das sind jetzt mehrere. Hier hinten auch noch einer. Das ist jetzt eine rosane Sorte, also nicht so wie die vorhin, die ich euch gezeigt habe, die man üblicherweise im Supermarkt kaufen kann. Und hier tun jetzt auch nochmal ein bisschen Ingwer, Kurkuma, Basilikum und die eine größere Tomatenpflanze auch nochmal etwas Sonne tanken, ein paar Avocado-Pflanzen. Und was ich jetzt hier auch noch gemacht habe, ich habe weiterhin pikiert. Das sind jetzt, ich glaube, das ist Palmkohl, den ich jetzt schon pikiert habe die letzten Tage. Also ich habe so viel pikiert die letzten Tage an Kohl, also russischer Blattkohl. Ich hoffe, das Wort darf man hier noch sagen, ohne gesteinigt zu werden. Müsste eine lustige Steinigung werden. Ja. Dann, ja genau, russischer Blattkohl, Palmkohl, Rosenkohl habe ich auch sehr viel pikiert. Und natürlich die ganzen Tomaten, die jetzt da im Tunnel drin stehen, dann werden wir jetzt auch mal einen kleinen Blick reinwerfen. Mitte Februar habe ich ungefähr 30 Tomatensorten ausgesät in eine Schale und die habe ich jetzt alle pikiert. In einer so einer Schale passen jetzt ungefähr 44 Pflanzen. Ich glaube, ich habe 6 oder 7 von den Schalen für meine Tomaten, die ich pikiert habe. Und nochmal so kleinere Kistchen. Und ich schätze mal, dass ich jetzt so ungefähr an die 400 Tomatenpflanzen habe, also ungefähr doppelt so viel, wie ich eigentlich brauche. Die haben sich jetzt auch ziemlich gut an die Sonne gewöhnt. Die stehen jetzt hier auch schon den ganzen Tag, genauso wie hier die Auberginenpflanzen, die Paprikas stehen jetzt auch schon den ganzen Tag hier drin. Da ist jetzt mir auch ein Fauxpas passiert, zum Beispiel bei der.
dass bei mir unten in der Voranzuchtstation der Spiegel runtergefallen und dieses direkt auf die Pflanzen. Drei Pflanzen sind da am Haupttrieb kaputt gegangen, verletzt. Die anderen sind noch ein bisschen durchgebogen, hatten noch etwas Widerstandsfähigkeit. Und weil halt auch da Lichter, also meine LED-Lichter mit dabei waren, hat auch eine Pflanze hier zum Beispiel einen Brennschaden abbekommen, weil da das Licht draufgefallen ist. Ist ziemlich ärgerlich. Es sind jetzt nur so 6-7 Pflanzen gewesen. Ist nicht ganz so schlimm. Aber es ist trotzdem ärgerlich, dass halt das dann passiert ist, dass die Pflanzen einfach da den Spiegel abbekommen haben. Muss jetzt auch nicht unbedingt sein, diese Abhärtung, sage ich mal. Aber sonst geht es den Pflanzen recht gut hier. Hier ein paar junge Paprikas, noch mehr Tomaten. Und was ich jetzt hier auch schon gemacht habe, ist, sind die ersten Kürbisgewächse ausgesät. Also hier, das sind jetzt überwiegend Melonen und Gurken. Ich habe immer zwei Samen in einen Topf reingetan, falls einer aufkeimt, damit ich halt wenigstens eine Pflanze habe, wenn einer nicht aufkeimt. Hier jetzt auch. Das sind jetzt hier Gurken, die ich schon mal ausgesät habe. Sind jetzt auch eine Woche alt. Hier kommen auch schon die ersten Melönchen raus. Und hier, das sind Zucchini. Oder Zucchinis, die Mehrzahl, kommen auch schon langsam raus. Habe ich auch immer zwei in einem Topf. Werde die vielleicht, wenn sie etwas jünger sind und ich die Wurzeln nicht verletze, auch vereinzeln oder pickieren. Sollte da auch kein Problem sein, mache ich öfters. Muss man halt einfach nur aufpassen, dass man hier nicht die Wurzeln verletzt. Mache ich halt deshalb auch so früh. Jetzt Mitte März habe ich das gemacht, weil die bei mir auch in den Folientunnel oder ins Gewächshaus reinkommen. Und dann möchte ich einfach, kann ich die schon Mitte April raussetzen. Und von daher ist es noch kein Problem. Es kommt noch mal eine zweite Charge, wo ich dann noch mal Gurken fürs Freiland aussehe und natürlich auch wieder ein paar Pflanzen mit verkaufe. Die schwarzen Johannisbeeren, die fangen jetzt auch alle an auszutreiben. Hier ein Busch, dann noch ein weiterer Busch. Und hier die Stecklinge, da haben auch einige ziemlich gut überlebt. Freut mich auch ziemlich sehr. War ein ziemlich milder Winter, deswegen konnte ich die auch ziemlich gut hier draußen stehen lassen. Auch Erdbeeren haben hier überall ziemlich gut überwintert. Hier jetzt zum Beispiel, weil ich jetzt stehen jetzt hier so frei rum, weil ich halt die Anzuchtplatten gebraucht habe für die Tomaten und Paprika und Auberginen, damit ich die besser tragen kann. Jedenfalls, die Pflanzen sind übrig. Wer da Interesse hat, der kann mich gerne anschreiben unter meiner E-Mail-Adresse, die ich da euch einblenden werde. Die Pflanzen gebe ich gerne an euch weiter. Und dann nochmal kurz ins Hochbeet reingeschaut. Da ist jetzt noch ein bisschen Feldsalat und auch hier Pflücksalat, der jetzt letzten Tage ziemlich einen guten Wachstumsschub bekommen hat. Ich werde jetzt für morgen für meine Kunden das nochmal abernten, die Hochbeete mit dem Feldsalat, damit ich dann hier auch schon mal die Nachkulturen etwas vorbereiten kann, weil der Feldsalat wird auch bald in die Blüte schießen. Ich hätte dann noch ein paar Salatpflanzen, bevor ich hier meine Melonen reinsetze.
Und die würde ich dann hier zum Beispiel mit rein ersetzen, wenn ich halt hier nochmal ein bisschen aufgefüllt habe mit Bokashi zum Beispiel. Und dann nochmal ein bisschen mit der Komposterde, die ich angesetzt habe. Vor 2 Wochen habe ich in 2 Hochbeeten Radieschen ausgesät und wie ihr sehen könnt, sind die schon aufgekeimt. Die habe ich immer wieder feucht gehalten mit dem Gießen. Einmal hat es dann geregelt und zwar ist halt jetzt die ganze Zeit trocken. Aber sonst kommen die jetzt langsam durch das Laub hindurch. Die Erde ist auch unterm Laub etwas feucht. Ich werde aber trotzdem schauen, dass ich sie hier regelmäßig feucht halte mit einer Gießkanne halt, damit die schöne Knollen bilden, weil das ist mir ziemlich oft passiert, wenn ich die nicht regelmäßig gieße, dann bekommen sie immer Wachstumsstopp, dann werden keine richtig schönen Knollen draus, sondern wenn sie zu alt werden, dann gehen sie dann irgendwann in die Blüte und das möchte ich halt nicht unbedingt. Ich möchte dann schon schöne runde Radieschen haben, die ich dann auch weitergeben kann und das ist halt wie gesagt eine Vorkultur für mich. Wenn ich dann später hier die Millionen oder Buschbohnen oder Sellerie hier reinsetze, dass ich hier aus dem Hochbeet natürlich noch einen gewissen Ertrag rausziehen kann, bis ich das erreicht habe. Auf dem Erdbeerbeet könnt ihr auch eine ziemlich gute Mischkultur sehen. Erdbeeren mit Knoblauch und der ist jetzt auch bei den Temperaturen ziemlich gut rausgekommen und hat auch einen guten Wachstumsschub bekommen. Hier überall Knoblauch, den ich reingesteckt habe. Und da hinten Zwiebeln, die ich versehentlich das letzte Jahr stecken gelassen habe. Da könnte man auch jetzt ziemlich gutes Grün abernten und zum Beispiel für Suppen oder zum Verfeinern von Salat nutzen. Aber sonst jetzt von den Erdbeeren her, ja, muss ich jetzt eigentlich nicht viel machen. Wartet einfach nur, bis es dann Richtung Mai geht und die dann anfangen zu blühen und dass ich dann wieder die ersten Erdbeeren essen kann. Im letzten Hochbeet habe ich dann nochmal den Feldsalat komplett abgeerntet, das Beet dann aufgefüllt und wie ich auch vorhin beim Hochbeet Nummer 2 gesagt habe, was ich da auch machen möchte, habe ich ja hier schon bereits gemacht. Einfach mit Bokashi reinfüllen, Erde rein und dann die Salatpflanzen schon reingesetzt. Die sind jetzt ungefähr eine Woche hier drin. Die Schnecken haben jetzt dann nichts gemacht. An den Rändern ist dann hier noch der Knoblauch, der auch stecken geblieben ist. Den habe ich ein bisschen angehäufelt. Hat da ziemlich gut, jetzt nicht so negative Auswirkungen davon bekommen. Jedenfalls werden dann hier nach dem Salatpflanzen, habe ich dann vor, wieder Gurken reinzusetzen. Aber bis dahin muss ich dann auch schauen, dass es hier ziemlich gut feucht bleibt, weil wir jetzt schon seit 2 Wochen gar keinen Regen mehr gehabt haben. Jetzt hier noch ein kleiner Abstecher im Gewächshaus. Hier sind noch ein paar Salatpflanzen, die ich pikiert habe. Das ist jetzt Toilettenklorollen. Da hatte ich keine Töpfe mehr und da dachte ich mir so, ja egal, dann pflanzt sie halt einfach da rein. Einfach mal irgendwie improvisieren, aber die kommen dann später in die anderen Hochbeete rein, wenn ich dann in den Hochbeeten den Feldsalat abgeerntet habe. Und hier hinten zum Beispiel, da habe ich noch einen anderen Salat. Soll ich dann auch mal vielleicht ein bisschen öfters gießen, dass er sich ein bisschen besser entwickelt. Hier könnt ihr jetzt meinen Vermieter im Gewächshaus sehen, der ist schon seit dem 3. Jahr hier die Wespe, beziehungsweise das ganze Wespennest hier drin. Die entferne ich einfach mit Absicht nicht, weil sie halt doch eine ziemlich gute Mischkultur am Leben lassen und mir halt auch ein paar Schädlinge hier aus dem Gewächshaus rausfressen. Finde ich sehr, sehr interessant und sehr spannend. Von daher sind ziemlich gute Helfer und Nützlinge für mich. Wir dürfen hier ruhig im Gewächshaus bleiben. Bei dem schön warmen und sonnigen Wetter fangen auch die Obstbäume an zu blühen. Das ist jetzt eine Pfirsich, eine Plattpfirsich, um genau zu sein. Und hier könnt ihr jetzt auch was Schönes sehen, dass sie diese Drillingsknospen hat, die sie halt benötigt, um halt Früchte zu bilden. Und der ganze Baum, der ist voll mit solchen Blüten. Also kann ich mich schon mal dieses Jahr darauf freuen, dass es einige Plattpfirsiche geben wird. Das war jetzt ein kleiner Gartenrundgang. Gibt jetzt momentan nicht ganz so viel zu sehen. Viele Sachen treiben einfach nur aus, die jetzt draußen im Freiland sind, wie jetzt zum Beispiel die Bäume oder gehen einfach in die Blüte, wie den Chinakohl, wo jetzt sehr viele Bienen zum Beispiel sind. Sonst spielt sich die Hauptaufgabe momentan in der Vorzucht an. Also das heißt, die ganzen Tomaten pikieren, die ich jetzt schon gemacht habe, ungefähr die 300 bis 400 Stück, neu aussehen, wie jetzt zum Beispiel Gurken, Melonen. Später werde ich ja nochmal den Stangensellerie, den ich ausgesät habe, auch noch pikieren.
solche Arbeiten fallen jetzt eigentlich momentan an, also aussehen und gekieren dann, wenn es halt die entsprechende Zeit ist im April und im Mai, dass ich dann dort die vorbereitete Beete einfach nutzen kann und dort meine Pflanzen mit reinsetzen kann. Also in diesem Sinne, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Gerne auch unten in die Kommentare schreiben, wie es bei euch momentan im Garten so läuft, wie es bei euch in der Voranzucht läuft, was ihr in der Voranzucht habt, ob ihr da irgendwelche Probleme habt. Gerne alles unten in die Kommentare schreiben, welche Projekte ihr so noch alles habt, welche Ernten ihr zum Beispiel noch so alles mitnehmen könnt, jetzt im Frühjahr noch vom Winter her. Und sonst könnt ihr den Kanal auch kostenlos abonnieren und werdet dabei noch auf die Glocke drückt, dann werdet ihr über Video benachrichtigt, wenn ich ein neues Video hochlade. Und ich weiß ganz genau, dass viele von euch den Kanal zwar abonniert haben oder nicht auf die Glocke gedrückt haben, oder viele, die zuschauen, diesen Kanal nicht abonniert haben. Ist alles kostenlos und würde mich einfach freuen, wenn ihr mit bei dem Projekt da mit dabei seid. Gerne auch dieses Video und auch dem Kanal Freunden, Bekannten und Familien weiterempfehlen und erzählen. Auch gerne dieses Video teilen, ist auch sehr erwünscht. Und sonst findet ihr weitere Unterstützungsmöglichkeiten und meine Kurse auf meiner Webseite. Könnt ihr auch da gerne vorbeischauen. In diesem Sinne, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt, und wir sehen uns in der nächsten Episode hier im Peace-Projekt. Bis dahin. Ciao.